Oh, sie sitzt. Du wolltest mich vor den Augen deiner Familie mit einer Schrotflinte erschießen? Guess sie so. War nicht geladen? Ich sagte doch, ich tue keinem was. Aber du wolltest es trotzdem tun. Du willst meine Frau entführen. Glaubst du, ich stehe hier rum und lass das zu? Dale, hol die Tasche. Wir hauen ab. Leute, wir gehen nirgendwo hin. Scheiße! Das ist Dante. Er holt uns hier raus. Dein Vertrauen in ihn hätte ich gerne. Er hat ein neues Hemd an. Hier spricht Sheriff Romero von der Polizei Truro County. Aber das wisst ihr Arschlöcher ja schon. Die gute Nachricht, Einbruch ist in Arizona ein Vergehen der Kategorie 3. Man kriegt fast nur eine Verwarnung. Die schlechte Nachricht, ihr habt in mein Haus eingebrochen und auf mich geschossen. Hätte ich keine Weste getragen. Wie haben sie uns gefunden? Jemand hat die Bullen gerufen. Jay, du sicherst den Hintereingang. Wenn ihr schlau seid, erspart ihr mir die Mühe und gebt einfach auf. Bleibt da drin in der Nähe des Telefons. Ich rufe euch an und verhandle mit euch. Mit dem Arschloch reden wir nicht. Oder? Hast du die Polizei gerufen? Ich habe gewählt und nicht aufgelegt. Hier sind wir leichte Beute. Wir sollten beim Plan bleiben und es mit einer Geisel versuchen. Der Hintereingang ist dicht. Niemand kommt rein. Tyler, ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir uns einfach... Sag es nicht. Romero ist ungeduldig und diese Kleinstadtbullen können nicht mal eine Fliege fangen. Am besten warten wir. Geht da mal irgendjemand ran? Die Polizei wird euch schnappen und euch einsperren. Hör auf, oder du wanderst in die Ecke. Hey! So kannst du nicht mit meiner Enkelin reden. Sie ist 6 Jahre alt. Sie sagt, was ihr einfällt. Ja, ich sage, was mir einfällt. Genug! Wer als Nächster das Maul aufmacht, wandert ins Büro. Oh nein. Hier ist ein zweites Telefon. Nicht das Büro. Ein Witz ist gerade eine richtig bescheuerte Idee. Du steckst niemanden in dieses Büro. Oh doch, das werd ich. Nichts für ungut. Aber du spielst dich doch nur auf. Okay, das reicht. Nach hinten! Nein, trenn uns nicht. Er wird still sein. Misha, schon okay. Ist es nicht. Nichts von all dem. Ist okay. Ihr braucht wohl beide eine Auszeit. Jay, lass niemanden ans verdammte Telefon gehen. Halt den verdammten Mund und zwing mich nicht nochmal reinzukommen. Was war das denn? Es gibt ein zweites Telefon, wenn der Sheriff nochmal anruft. Gute Idee. Kriegst du die Hände frei? Keine Chance. Zu eng. Okay. Wie machen wir das? Reibung. Vielleicht. Oder eine Schere. Oder eine Schere. Kannst du den Stifthalter auf den Boden werfen? Das macht halt super viel Lärm. Außerdem kann keiner von euch gerade eine Schere halten. So geht's. Ihr fällt gleich. Übertönt das Geräusch. Ich huste. Auf 3. 1,
2. Wenn das die Cops sind, lassen sie nicht locker. Kommst du an die Schere? Ja, komm ich. Schnell, ich blockiere die Tür. Ich bin im Desert Dream Hotel. Können Sie mich mit dem Sheriff verbinden? Hier ist Sheriff Romero. Mit wem spreche ich? Hier ist Vincent Walker. Und ich, meine Familie. Wir sind Geiseln hier drin. Oh, langsam, Vince. Ich werde Ihnen helfen. Aber Sie müssen sich erstmal beruhigen, okay? Ich habe nicht viel Zeit. Verstehe. Was können Sie mir über die Lage da drin erzählen? Die Täter. Es sind 3. Die Managerin sagte, es seien die... die Holt-Jungs? Oh, Scheiße. Also, das erklärt zumindest einiges. Ja, was denn? Lange Geschichte. Aber heute geht sie zu Ende. Was noch? Alles gut. Weiter. Dale ist ein Psycho, Tyler hat das Sagen. Ja, wir sollten ihm schon wichtige Infos geben. Die Motelmitarbeiter sind nicht in Sicherheit, oder? Halt im Leben nicht. Der Anführer, ich glaube, er heißt... Tyler? Tyler. Genau. Er ist echt angespannt. Wer weiß, was passiert, wenn er wütend wird. Dabei ist er eigentlich der mit dem kühlen Kopf. Wenn Tyler durchdreht, müssen Sie aufpassen. Hey! Sie haben die Tür blockiert! Scheiße, Vince! Diese Tür hält nicht! Der mittlere Bruder, ich glaube, Dale, scheint eine kurze Zündschnur zu haben. Ja, das ist Dale. Hab ihn mal erwischt, als er einen Schnapsladen ausgeraubt hat. Leute, könnt ihr... Sie ist auf mich sauer. Mir bleibt keine Zeit. Was ist das für ein Dialog? Wir werden dem hier ein Ende setzen. Schneller, als Sie glauben. Halten Sie die Augen offen, okay? Aber ja, Chat, auf jeden Fall on point. Sie hätten da locker aus dem Fenster steigen können. Wenn du das nächste Mal heimlich mit einer meiner Geiseln redest, bringe ich ihn zum Fenster und erschieße ihn. Halte 30 Meter Abstand zum Motel und ruf nicht mehr an. Was hast du erzählt? Nichts. Ich hatte keine Zeit. Du lügst mich an! Ehrlich, sie haben kaum Hallo gesagt. Diese Cops, sie arbeiten vielleicht für den Bezirk, aber sie folgen ihm. Und ihm sind wir alle scheißegal. Und dir nicht? Es war dumm, euch beide alleine zu lassen. Lass los! Das tut weh! Ihr hättet nie nach Turok kommen sollen. Es war keine freiwillige Entscheidung. Ah, das Fenster ist Fenster ist verschlossen, I see. Roll Credits. So, schauen wir mal. 12 Jahre als Flugzeugmechaniker. Ziemlich weit oben. Dann eines Tages, peng. Motorenteile im ganzen Hangar. 2 Arbeiter im Krankenhaus, einer im Sarg. Weil sie eine Mutter an einer DC-10 nicht festgezogen haben. Nein, so war das nicht. Es war eine defekte Verdichterscheibe. Die Airline hat überall gespart, ich habe sie gewarnt, aber... Trotzdem steht Aussage gegen Aussage. Mein Rat, unterschreiben Sie. Nehmen Sie das Geld. Das Angebot ist gut. Das ist ein Maulkorb. Wenn ich unterschreibe, war's das mit der Karriere. Ich brauch den Scheck nicht, er reicht sowieso nicht weit. Alles, was ich will, ist mein Job zurück. Mr. Walker, mit Verlaub, Sie werden nie wieder für eine Airline arbeiten. Also, tun Sie sich einen Gefallen. Nehmen Sie den Stift.
Ich befürchte einfach, er wird recht haben. Wir können Table flippen. Das bringt uns nur leider halt einfach überhaupt nicht weiter. Aber lass mal machen. Schieben Sie sich den Maulkorb und den Stift in den Arsch! Oh, da steckt also doch noch Kampfgeist in Ihnen. Scheiße! What, wo sind wir denn jetzt? Oh, okay. Hallo? Oh, ja, ich hatte einen seltsamen Traum. Ich war im Büro des Anwalts. Ein Traum? Um diese Uhrzeit? Während ich gepackt und von unserem neuen Leben in Missouri geträumt habe. Solange alles eingepackt und der Vermieter zufrieden ist. Ich weiß, dieser Umzug ist ein großer Schritt und echt stressig. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Wir sind um 7 da. Ich hol was vom Chinesen. Zoe! Sorry, muss los. Okay, bis spät. Mann, bin ich echt eingepennt. Okay, alter Mann. Du hast bis 7 Uhr Zeit, die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Oh, wow. Wo willst du anfangen? Das ist so ein klein bisschen Feeling wie, shit, wir haben Party gemacht und in der Stunde kommen die Eltern nach Hause. Lass mal den Abwasch machen. Ich hoffe, wir können 2 Sachen machen. Okay. Okay, die Quicktime-Events sind super weird. Sie halt super spät erst aufploppen. Man denkt halt die ganze Zeit, man muss schon was machen, aber nein. Okay, Abwasch fertig. Wow, ich wünschte, ich könnte so schnell abwaschen. Lass mal Dessert machen. Das beruhigt sie vielleicht ein bisschen. Warum sollten wir die Klimaanlage reparieren, wenn wir eh ausziehen? Wobei... hatten wir einen Blick auf die Uhr? Nee, ne? Wetterprüfen ist halt voll egal. Schachteln packen. Schachteln packen ist wichtig. Kram einpacken ist eine gute Idee. Manche Träume werden wohl nie Wirklichkeit. Okay, ja, das läuft gut. Was kommt jetzt? Noch 20 Minuten. Schaffen wir dann noch 2 Sachen? Dann würde ich prinzipiell... Also ich würde prinzipiell die Klimaanlage noch reparieren und Dessert machen. Wetterprüfen ist halt eine Sache von 3 Sekunden. Das können wir auch dann machen. Und ich wüsste im Moment nicht, warum wir nach draußen gehen sollten. Lass mal die Klimaanlage machen. Wir hoffen, dass es nicht 20 Minuten dauert. Wenn es annähernd so ist wie eine Kaltlufteinheit im Cockpit, müsste es... Tja, das ist eindeutig Alien-Technologie. What? Kühl, komfortabel, Thermostat gesteuert, Klima bei Vince. Okay, nur noch 10 Minuten. Okay, jetzt auf die Zielgerade. Dann machen wir noch Dessert, damit... Das ist, also falls wir jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen haben, haben wir zumindest Dessert gemacht und können das so als kleine Wiedergutmachung anbieten. Ich finde das okay. Es gab Schokopudding, als wir eingezogen sind. Warum also nicht auch stilecht ausziehen? Oh Gott. Nächster, sei stark, Vince, Finger weg von der Schokolade. Daddy! Na, Spatz, wie war dein letzter Tag? Okay, glaube ich. Millie gab mir ihre Adresse, aber sie wird mir fehlen. Ja, ich verstehe. Das ist eine große Umstellung. Wir schreiben ihr, sobald wir in St. Louis sind. Okay, ich muss jetzt Mami helfen. Zieh doch schon mal deinen Schlafanzug an. Bringst du mich heute Abend ins Bett? Klar doch, Kleiner. Du hast heute hart gearbeitet, also habe ich dir was mitgebracht. Hm.
Garnelen. Ach, hat der Umzugsdienst angerufen? Nein. Klasse, du hast dich um alles gekümmert. Ja, die Couch kam mir mit einem Nickerchen in die Quere, aber ich hab's geschafft. Wieder eine unruhige Nacht? Geht's dir jetzt besser? Alles in Ordnung. Es ist nur dieser Traum über... Ach was, ist egal. Weißt du noch, was du gesagt hast, als ich im Steuerbüro entlassen wurde? Pack unbedingt alle Schreibwaren ein, wenn du rausgehst. Nein. Du sagtest, Veränderung schmerzt nur, wenn man sie verhindern will. Und du hattest recht. Wäre ich nicht entlassen worden, hätte ich nie die Doktorarbeit geschrieben und meinen Job an der Universität bekommen. Verstehe. Positiv denken. Und deshalb habe ich... Schokopudding. Tada! sehr gut. Ich verhungere. Zoe hat schon gegessen, aber ich den ganzen Tag noch nicht. Ich bringe sie ins Bett und du isst was. Komm, zieh den Schlafanzug an. Also, was hältst du vom Umzug morgen? Freust du dich drauf? Ich hab geträumt, die Umzugsleute hatten meine Sternenlampe. Und ich hatte solche Angst, weil es so dunkel war. Weißt du was? Ich hatte neulich einen Albtraum. Von etwas, das ich einfach nicht vergessen kann. Von der Dunkelheit? Nein, aber... Ich glaube, manchmal versuchen Träume, uns etwas zu sagen. Und was? Hat Zoe plötzlich eine andere Stimme? Ich finde es halt beides okay. Aber als Sechsjährige muss sie sich noch nicht ihren Ängsten stellen. Wir alle haben Angst vor etwas, wie vor der Dunkelheit. Und das ist okay. Wir lernen damit zu leben, bis wir irgendwann keine Angst mehr haben. Wenn ich groß bin, brauche ich meine Sternlampe nicht mehr. Schlaf schön. Na gut. Hab dich lieb bis zum Mond. Ich dich auch. Na. Oh, ich hoffe, der Umzugsdienst kommt morgen. Wie schwer ist es, eine Bestätigung zu senden? Schon fertig. Gut gemacht. Ich gebe ihr besser noch einen Kuss, bevor sie einschläft. Ah, na bitte. Ich möchte wetten, das sind sie. Sam... Wer ist Bruce? Oh, nicht gut. Es war irgendwie klar, dass sowas passiert. Warum ist das Licht aus? Ein Stromausfall. Die haben wir hier ständig. Das ist kein Stromausfall, das war der Sheriff. Dale, halt die Augen auf. Ja. Ich muss verdammt nochmal hier raus. Okay, finden wir einen Schlüssel fürs Fenster. Bitte, das soll aufhören. Jay, bringen Sie nach oben und stellen Sie ruhig. Hier ist der Tisch. Nicht, Haarnadel. Das ist nicht möglich. Helfen. Und verriegle die Fenster. Als ob er mit der Haarnadel das Fenster aufkriegt. Komm, ich kümmere mich um dich. Du, hier muss es doch einen Generator geben. Hinten gibt's einen, kommt man nicht aber durch. Der geht nicht. Aber das Ding hat ein Vielleicht Schloss. Könnte ich es mit der manuellen Umschaltung versuchen. Na los! Hey! Hey! Unglaublich, es hat geklappt. Siehst du was? Nein, zu dunkel draußen. Ich kann uns kaum sehen. Hol ein Seil, wir müssen die Geiseln fesseln. Hey, hast du etwas gehört?
Ich gehe zur Hintertür. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, was das angeht. Zoe ist oben. Und sie hat Angst im Dunkeln. Sie werden euch schnappen. Das weißt du doch. Sei ruhig, Joyce, im Ernst. Sollen wir es vielleicht querfeldein versuchen? Sei still, lass mich nachdenken. Als würde die Treppe nicht knarzen. Zoe, Spatz, ich bin's, Daddy. Wait, da ist Jay mit drin. Da, shit. Jay wird safe keine Waffe haben. Wir hören trotzdem erstmal nur zu. Wir müssen jetzt ganz leise sein. Da, das kam aus dem Gang. Warum verstecken wir uns? Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Hey, ich bin's. Vince. Ich komme rein. Daddy! Ich hab hier nichts getan. Ich schwöre. Ich weiß, hab's gehört. Zoe, geht's dir gut? Daddy, ich will nicht mehr hier sein. Wir drücken sie mal. Hey, was hab ich dir gesagt? Es ist okay, Angst zu haben. Lass es raus, Spatz. Die versuchen reinzukommen? Ich finde, wir könnten Jay ruhig warnen. Also er weiß das eigentlich nicht, aber wir wissen, dass Jay eigentlich mit dem ganzen Scheiß wenig zu tun hat, sagen wir es so. Ziemlich sicher. Jeden Moment. Ich will nicht ins Gefängnis. Dann versteck dich lieber. Ich hole uns hier raus, bevor das Licht wieder angeht. Okay? Mit Mami? Und Opa? Natürlich. Wir lassen sie nicht zurück. Wie sollen sie dir antworten? Doch, du hast sie gefunden, ein Glück. Wo sind die Hoods? Vermutlich hinten raus. Wir müssen hier verschwinden. Gib mir deine Hände. Bist du verletzt? Nein. Und du? Nicht schießen! Wir sind Geiseln! Unten bleiben, ganz ruhig. Wo sind die Täter? Weglaufen, eine richtig blöde Idee. Da wird doch safe bei erschossen. Vince, wir
müssen raus. Viel zu gefährlich. Ich sterbe nicht in diesem gottverdammten Motel. Was soll der Scheiß? Nee, aber auf dem Weg nach draußen. Vollidiot. Sanchez hat's erwischt. Ich wusste, das ist eine miese Idee. Rückzug! Feuer einstellen! Feuer einstellen! Ich sagte 30 Scheißmeter! Versuch das nochmal! Und jeder hier endet in einem Leichensack! Warum haben... Entschuldigung, die Polizisten waren drin. Warum haben die es nicht geschafft, die zwei Leute zu erschießen? Oder wenigstens anzuschießen? Jim! Jim, hörst du mich? Oh Gott. Schon gut. Okay. Vince. Ist Opa verletzt? Ich weiß nicht, Schatz. Jim, geht's dir gut? Dad! Er braucht einen Rettungswagen. Ruf den Notarzt! Er sieht okay aus. Ist wohl nur eine Gehirnerschütterung. Nicht nur das. Er hat einen Hirntumor. Wenn er an der falschen Stelle getroffen wurde. Scheiße. Bist du noch da, Opa? Oh Gott. Das ist meine Schuld, weil ich es unbedingt wieder gut machen wollte. Hey, bist du bei uns? Jim. Weißt du, wo wir gerade sind? Arizona. St. Bluff Motel. Nein, das Motel heißt Desert Dream. So hieß es früher, bevor ich es kaufte. Ich komme schon klar. Ich brauche nur eine Minute, um meine... Ganz ruhig. Er braucht einen Arzt. Sag ich ja. Dale, versuch den ersten Stock zu verrammeln. Was? Nein, nein, stopp! Du hörst mir zu. Ich will einen Helikopter. Oder ich fange an, die Geiseln zu töten. Ganz genau. Und unbehelligt nach Mexiko. Mexiko? Seit wann? Seit jetzt. Ihr seid doch völlig überfordert. Sogar einen Einbruch versaut. Und jetzt wollt ihr noch einen Heli? Verschon mich. Kriegst du das hin? Ich schau mal. Aber erst brauche ich etwas von euch. Lasst eine Geisel gehen. Davon halte ich nicht viel. Gut. Gehen wir es pragmatisch an. Ihr seid doch bestimmt am Verhungern. Oder? Wir liefern Essen und ihr lasst eine Geisel frei. Dann kümmere ich mich um den Helikopter. Was sagst du? Pizza. Und zwar nicht von diesem Drecksladen. Franco's Veggie Delight. 20 Minuten. Gute Neuigkeiten, Leute. Einer darf nach Hause. Dürfen wir jetzt entscheiden, wer? Offenbar nicht.